Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt in Zürich Frau Dr. Valerie Löwigst, mit der wir vor dem Pfingstwochenende besprechen möchten, inwieweit Kriege, Krisen und Ungleichheiten zwischen Staaten und Kontinenten das Leben von nierenkranken Patienten im Jahr 2022 bedrohen. Liebe Valerie Löwigst, ganz herzlichen Dank, dass das heute Abend mit dem gemeinsamen Gespräch klappt. Das freut uns sehr, Sie zu Gast zu haben. Vielen Dank. Frau Löwigst ist aktuell Nephrologin am Universitätskinderspital in Zürich, ist aber geboren und hat studiert in Südafrika und war als Ärztin in Afrika, Europa, Nordamerika und Lateinamerika tätig. Diese globale Erfahrung prädisponiert Sie als führende Expertin im Bereich von Medizinethik mit besonderer Fokussierung auf nationale und internationale Gesundheitssysteme und globale Gerechtigkeit, hier wiederum spezifisch auch Zugangsmöglichkeiten zu Nierenersatztherapien. Neben ihrer klinischen Tätigkeiten arbeitete sie aktiv mit und bei internationalen Organisationen wie der International Society of Nephrology und der Weltgesundheitsorganisation, bei der sie Consultant des Global Health Ethics Teams war. Und beim rezenten Jahreskongress der European Renal Association, ERA, hat sie den Eröffnungsplenarvortrag zum Thema globale Gerechtigkeit in der Nephrologie gehalten. Diese Tour d'Horizon vor Pfingsten passt zu unserem Ziel, dass wir ja viermal im Jahr unsere übliche enge Fokussierung auf evidenzbasierte Medizin mit kardiorenalem Fokus ein bisschen verlassen wollen, einen weiteren Blick auf die Medizin und manchmal, wie zuletzt Weihnachten und Ostern, auch über die Medizin hinaus werfen wollen. Meine Co-Moderatoren sind wie immer bei diesem Blick über den Tellerrand hinaus Frau Dr. Brigitte Öhm aus Frankfurt am Main, auch eine Expertin für weitere Blicke, und Dr. Andreas Krumlichler aus Cambridge und Innsbruck, der im Vorstand der Young Nephrologist Platform der European Renal Association tätig ist. Mein Name ist Gunnar Heine, Nephrologe in Frankfurt. Liebe Valerie, ich darf anfangen, und zwar natürlich etwas zur Krise in der Ukraine. Und die erste Frage ist: Wie gut war die nephrologische Versorgung in Osteuropa, sprich Ukraine, Moldawien, Weißrussland und Russland vor dem Krieg? Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja, ich muss sagen, ich habe keine persönliche Erfahrung, aber ich habe ziemlich viel mitbekommen in den letzten Monaten von den Kollegen. Ich denke, es gibt, Ukraine ist Teil von den ERA Registry gewesen. Ich denke, sie haben ihren Registry ungefähr 2012 oder so gegründet. Und ich denke, es gab ungefähr in Ukraine um die 11.000 Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz, um die 9.000 hatten Hämodialyse, um die 1000 Peritonealdialyse und um die 1500 Transplantation. Und deswegen, man sieht, sie hatten eine ziemlich breite Auswahl von Nierentherapien. Aber wenn man den Inzidenz und Prävalenz anschaut, das ist niedriger als in den Rest der o Europa. Und man weiß nicht genau, warum. Ob alle Leute wirklich Zugang haben, ich weiß nicht. Ich denke, die terminalen Insuffizienztherapien werden von Staat unterstützt, aber die Plätze sind wahrscheinlich ein bisschen begrenzt. So, das war in Ukraine, aber es gab diesen 11.000 Patienten. Und wenn diesen Krieg begonnen hat, ein paar Patienten sind geflüchtet und man hat dann Kontakt aufgenommen mit den anderen Ländern. Und es scheinte, dass in Rumänien, sie hatten gute Kapazität, um den Patienten zu übernehmen. Deswegen, das scheint, als ob ihr System ziemlich gut ist. In Polen war das exzellent. In Slowenien auch sehr gut. Ich denke, Moldawien hatte weniger Platz und weniger Kapazität. Was ich gehört habe, ist, dass mehrere Patienten gehen von Moldova, Entschuldigung, Moldova jeden für den Dialyse in Rumänien. Also ich denke, ein paar von den Grenzgängern waren auch vielleicht die dialysiert in Ukraine. In Russland, was ich mitbekommen habe von Professor Zakharova, die eine sehr gute Kollegin ist am ISN, ist, dass in den großen Zentren gibt es sehr gute nephrologischen Angebot. Aber in den
Orten, die weit weg sind. Es gibt auch sehr wenige Plätze, wenige Zugang zu mindestens Transplantation und so weiter. So, ich finde, es gibt Orten in Russland, wo es gibt nicht sehr viel nephrologischen Kenntnis und so weiter. So, ich finde, ich bin nicht ein Experten, aber das ist genau, was ich mitbekommen habe von den Kollegen. Zurückzukommen auf Russland. Ich habe auch eine Studie gefunden von Elena Sakharova aus 2018 im Kidney Disease publiziert. Gründe für CKD und auch Dialysepflicht in Russland. Und das ist wirklich interessant, weil da ist chronische GN bei beiden führend. Dann systemische Erkrankungen, zumindest bei CKD. Und CKD-Grund Diabetes nur 5% und auch an der, für die Dialysepflicht eigentlich nur 15%. Wie kannst du dir das erklären, dass das so unterschiedlich ist? Ja, das muss ich muss wirklich, ich weiß nicht genug von diesen Details von Russland, aber ich finde, ich würde wirklich diesen Studien glauben, weil ich finde Professor Sakharova super. Sie ist wirklich sehr ehrlich und sehr korrekt immer. Aber wirklich, was ich von ihr verstanden habe, wirklich nur am Abendstisch zum Beispiel, wenn wir zusammen gegessen haben und darüber gesprochen haben, ist wirklich, es gibt Armut. Wirklich Armut in diesen Orten, die nicht wirklich sehr zentral sind in Russland. Und deswegen vermute ich wahrscheinlich auch nicht so viel Übergewichtigkeit. Vielleicht das erklärt ein bisschen eine niedrige Inzidenz von Diabetes, Prävalenz von Diabetes. Aber da, ich bin ein bisschen überfragt da. Entschuldigung. Na, keine Ursache. Ich habe mich nur gewundert, weil das irgendwie so konträr zu dem ist, was wir überall sehen. Vielleicht liegt es auch an der Lebenserwartung, ich weiß auch nicht, und dass halt die Menschen generell nicht so alt werden, aber das wäre so ad hoc die erste Erklärung, die ich gehabt hätte. Oder auch, wenn man einen begrenzten Zugang hat zu Dialyse, weil zum Beispiel auch in England früher Leute mit Diabetes hatten keinen Zugang über einen gewissen Alter, und in Afrika zum Beispiel, wenn es wirklich begrenzte Plätze gibt, die Leute mit Multimorbiditäten kommen nicht auf die Dialyse. Valerie, du hast schon erwähnt, dass ungefähr 11.000 Patienten in der Ukraine dialysiert haben. Hast du einen Überblick, wohin diese oder wie viele Menschen geflüchtet sind an der Dialyse und wohin diese Patienten migriert sind? Ja, das ist sehr interessant, weil ich denke am Anfang, ich bin Teil von diesem Ukraine Help Task Force, die ein bisschen spontan durch den ERA gegründet wurde. Und Professor Wojciech von Polen hat irgendwie einen relativ guten Überblick, aber die meisten von den Informationen, die er hat, sind von die Dialysefirmen. Und am Anfang, man hat wirklich gedacht, ja, wir müssen uns vorbereiten für all diese Patienten, die kommen werden, sie werden flüchten, aber die meisten sind wirklich dort geblieben. Und am Anfang, das waren nur ein paar hundert, die meisten sind nach Polen gegangen, ein paar nach Rumänien und Slowenien und so weiter. Und dann jetzt mittlerweile ist das wahrscheinlich, man weiß nicht genau, aber vielleicht um die 1.000 oder so. Also die meisten Patienten sind wirklich geblieben. Unter die Dialysepatienten und die Transplantierte, ich denke, man weiß nicht genau. Die Ministerium für Gesundheit in Ukraine hat irgendwie Zugang zu all diesen Patienten, aber wir hören nicht zu viel davon. Wir haben versucht, ein bisschen Tacrolimus und so weiter zu besorgen für diesen Patienten. Aber am meisten haben wir uns beschäftigt mit der Unterstützung der Patienten, die Dialyse wirklich vor Ort brauchten. So, ich denke, die meisten sind geblieben, aber viele sind von den Osten, den Osten in den Westen geflüchtet innerhalb Ukraine. Und irgendwann gab es 600 bis 800 Patienten in Kiew zum Beispiel. So, ich denke, sehr viele Patienten sind innerhalb den Land geflüchtet. Du hast schon erwähnt, wegen der Tacrolimus-Besorgung. Und natürlich stellen sich da die Frage dann natürlich auch, welche Herausforderungen ergeben sich dann vor Ort in der Ukraine, vor allem auch Ost- und Westukraine, und welche für uns basically in West- und Mitteleuropa? Also ich finde, was ist interessant, es gibt Nephrologen, die dort geblieben sind. Ich finde das unglaublich mutig und ihren Leidenschaft für ihren Job und ihren Patienten ist unglaublich. Und
Sie waren ziemlich einfach zu kontaktieren. Wir haben dann einfach gefragt, brauchen Sie etwas? Auch Rukshana Shroff von GOSH hat Kontakt aufgenommen durch den European Society for Pediatric Nephrology und wir haben das dann von den ERA aufgenommen. Und sie haben uns wirklich gesagt, was sie brauchten. Und dann wir haben versucht, in diesem Taskforce alle möglichen Stakeholders zusammenzubringen, auf Zoom mit alle Repräsentativen von allen Firmen. Wir haben auch den WHO, weil ich wurde kontaktiert von Slim Slama erst in Emergency nicht übertragbare Krankheiten Person an den WHO und ich habe vorher mit ihm irgendwann gearbeitet und er hat mir angerufen, ja, was ist mit den Nierenpatienten? Ich war ein bisschen erstaunt, dass das WHO mindestens an den Nierenpatienten gedacht hat, weil normalerweise sind die letzten Patienten, die wirklich in einem Notfall vorkommen. Und dann Raymond Vanholder ist super aktiv auf den europäischen Ebene und er hat mir auch kontaktiert und deswegen irgendwie mit all diesen Dreiecke überall haben wir wirklich diesen Team gesammelt und wir haben zuerst versucht, wie du sagst, all die Challenges wirklich oder die Barrieren herauszufinden, was brauchen sie. Das war am Anfang ziemlich schwierig, weil wir wussten nicht ganz am Anfang, wo all die Patienten waren. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Nikola Kolesnik. Er war der Chairman oder wie heißt das, den President von den ukrainischen Erwachsenen-Nephrologischen Gesellschaft und dann Professor Dmitri Ivanov ist der Präsident von der Pädiatrischen Gesellschaft und wir haben Kontakt mit diesen zwei aufgenommen und sie haben dann versucht, all die Daten zu sammeln und all, was man braucht, wirklich. Und am Anfang, wir haben auch Leute von dem Ministerium der Gesundheit dort gehabt, weil sie möchten, dass alles wirklich durch den Ministerium geht und sie haben gedacht, wir können das wirklich überall schicken, wo es gibt den Not. Aber dann, man hat wirklich herausgefunden, dass zum Beispiel Tacrolimus oder sie hatten einen Bedarf auf intravenösen Eisen. Und dann, wir haben gehört, ja, es gibt diesen Riesenmangel. So, wir haben daran gearbeitet und dann kam diesen Eisen, aber dann irgendwann ist das verschwunden, weil durch den Ministerium, das ist vielleicht an den kardiologischen Patienten oder onkologischen Patienten gegangen und nicht an den Nephro-Patienten. So deswegen haben wir mittlerweile herausgefunden, dass wir müssen versuchen, Sachen wirklich individuell zu liefern. All die Firmen liefern immer noch. Irgendwie, man hat einen Weg gefunden durch diesen Humanitarian Corridors, wirklich riesen Lastwagen, weil das Problem ist mit all diesen Dialyse, was man braucht für Dialyse ist enorm, aber irgendwie, sie haben das geschafft. Ich denke, es gab sowieso genug für ein oder zwei Monate in die großen Zentren, aber dieser Professor Ivanov, er hat ein paar Patienten dialysiert in seinem Haus, sie haben ein paar Patienten von Hemo auf PD gewechselt. Er möchte ein paar von den Next-Stage-Geräten, ich weiß nicht genau, ob das irgendwann geschafft hat, weil irgendwann haben sie gedacht, Patienten können sich nicht in der Stadt bewegen. Das heißt, sie haben versucht, ein bisschen Heimdialyse zu organisieren. Aber die größte Mangel am Anfang war auch diesen Eisen. Sie bräuchten auch Tacrolimus. Es gab einen Riesenmangel von Tacrolimus. Aber das dann irgendwann, sie haben eine Lieferung bekommen und das ging durch den Ministerium. So ich finde, das war ein bisschen schwierig, auch jede Woche. Wir wussten nicht genau, was war die Zahl und was brauchen sie genau. Wir hatten auch Barrieren, zum Beispiel den WHO hatte Geld, um Sachen zu kaufen, weil viele Leute haben gedacht, oder die Firmen haben gedacht, ja, wir möchten, dass sie spenden. Und sie waren ein bisschen zurückhaltend. Alle haben gesagt, ja, wir haben schon ein bisschen gespendet. Aber wir mussten wirklich wiederholen, nein, der WHO hat Geld und sie werden das bezahlen für den Ministerium der Gesundheit in Ukraine. So irgendwie, den WHO möchte zum Beispiel eine Idee haben, von wie viel kostet das. Und die Dialysenfirmen waren ein bisschen zurückhaltend, um den Preisen mitzuteilen und so weiter. So diese war Kleinigkeiten, aber das war auch interessant. Ich fand das wirklich, weil ich seit Jahren versuche ich zu verstehen, was sind die echten Kosten für Dialyse. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich hätte gedacht, das war eine Gelegenheit, aber das nicht. So deswegen, es gab verschiedene Barrieren und jede Woche in diesem Team haben wir etwas neu ausgefunden und wir haben immer dann versucht, wirklich mehr Leute zu kontaktieren. Wir haben nicht wirklich selber physikalisch gemacht, aber Leute auch in Kontakt gebracht und so weiter. Das klingt teilweise sehr abenteuerlich, also wenn ich mir vorstelle, jemanden zu Hause zu dialysieren. Weißt du,
Das ist sicher eine schwierige Frage. Weißt du, wie viele Krankenhäuser zerbombt wurden bis dato? Ja, diese Daten habe ich nicht im Kopf, aber es gibt, ja, ich weiß nicht genau, wie viel, aber zum Beispiel, es gibt ein paar Dialysenzentren im Osten, die wirklich dann komplett zerstört waren. Man könnte sie nicht verwenden. Und ein paar, ich denke, zwei oder drei bleiben immer noch, sind immer noch geschlossen. Ein oder zwei sind wieder geöffnet worden. Aber ich denke auch, in ein paar von diesen Spitälen, die Patienten wurden dann im Keller dialysiert, weil das war sicherer als auf den normalen Dialysestationen. Ich denke, ein paar von den Spitälen waren sicher getroffen, aber ich weiß nicht genau, wie viel. Ich würde gern einen kleinen Einschub mal machen, weil wir das Thema England gerade angesprochen hatten. Und das ist ja ein Meer, den es hier bei uns in Mitteleuropa immer noch gibt, in Österreich, Schweiz, Deutschland, das auch unsere Kollegen hier in Frankfurt, die Frau Oehmer und mich, immer wieder ansprechen und sagen, ja, in England, wenn ich älter bin als 70 Jahre, 80 Jahre, dann komme ich ja nicht an die Dialyse. Das ist kein Thema von heute. Ich denke nicht. Andreas werde mehr wissen als ich, aber ich denke nicht, das war vorher. Und ich denke, die Grenze war ziemlich tief. Das war um die 60 oder 65 oder so. Vor vielleicht, ich weiß nicht genau, 20, 30 Jahre oder so. Das war nicht so... In den letzten Jahren denke ich nicht, oder? Wir haben sehr, sehr viele sehr alte, multimorbide Patienten. Also es erinnert sehr an das Kollektiv, das ich aus Österreich gekannt habe. Was natürlich schon der Fall ist, ist, dass die bei Admission, also wenn Patienten aufgenommen werden, die werden beinhart befragt, ob sie auf eine Intensivstation wollen. Und das fängt schon bei jüngeren Jahren an. Das ist sicherlich sehr viel aggressiver von der Befragung her, als ich es aus Mitteleuropa kenne. Genauso wie bei Dialyse wahrscheinlich auch. Aber es gibt sehr, sehr viele prävalente, sehr alte Patienten. Daran sieht man aber, wie lange sich dann doch solche Geschichten halten, Geschichten im doppelten Sinne, weil es ist ja nun wirklich Medizingeschichte, aber eben Gott sei Dank auch schon ein ganzes Weilchen her. Jetzt sind Kriege ja immer ja, singuläre Ereignisse mit von Konflikt zu Konflikt völlig unterschiedlichen nephrologischen Herausforderungen für die Versorgung. Einerseits die chronischen Dialysepatienten im direkten Kampfgebiet, im Hinterland und natürlich dann auch die militärischen und die zivilen Opfer mit akuter Nierenschädigung. Es gibt aber ein Naturereignis, das leider in nephrologischen Katastrophenmedizin immer wieder mündet, nämlich Erdbeben. Und Sie waren 2010 in Haiti, als ein Erdbeben nahe der Hauptstadt Port-au-Prince nahezu die sowieso ja sehr rudimentäre Infrastruktur, ich glaube im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre, zerstört hat und Sie vor Ort den Versuch unternehmen mussten, praktisch frei von funktionierenden Transportwegen, von Kommunikationsstrukturen, Menschen mit akuter Nierenschädigung zu diagnostizieren und zu therapieren. Wie kann man sowas vor Ort bewältigen? Wie müssen wir uns das hier im reichen Mitteleuropa vorstellen? Ja, das war wirklich ein Riesenchaos. Damals, es gab diesen Renal Disaster Task Force von den ISN, die sehr aktiv waren. Wir sind wirklich vor Ort gegangen. Das gibt es nicht mehr. Aber den ISN war wirklich dann, hat immer zusammen innerhalb Médecins Sans Frontières gearbeitet. So deswegen all den Logistik und so weiter wurde immer durch MSF organisiert, weil MSF ist wirklich eine spitze Organisation dafür. MSF war eine Organisation, die da vor Ort war. Es gab wirklich da in Haiti Hunderte von diesen Organisationen. Die eine Riesenproblem war, dass jede Organisation hat seine eigene Dinge gemacht und hat fast mit niemand anders kommuniziert. Und deswegen, wir haben Patienten mit akuter Niereninsuffizienz, die diagnostiziert wurden von MSF. Wir könnten diese Leute dialysieren, aber dann wir mussten überall weil es gab diese Riesengebiete in Port-au-Prince, wo es gab wirklich Spitalzelte oder so. Es gab Chirurgen überall und Operationssäle überall. Viele Leute hatten wirklich sehr starken Verletzungen in Beinen und Ärmen und so weiter, hatten diesen Crush Acute Kidney Injury. Und die Kommunikation war wirklich ein Riesenproblem. So unsere Team, wir hatten einen iStat, diesen Point of Care, und ab und zu, man ist irgendwo gegangen, um Leute zu screenen, um zu versuchen, diese Patienten zu finden. Und dann, man hat an den Leuten dort gesagt, ja, wir sind da, wir haben Dialyse. Die Dialyse haben wir begonnen innerhalb des Spitals, weil
Es gab ein Dialysezentrum dort, das war auch ein bisschen zerstört, aber innerhalb 3-4 Tage MSF und den ISN haben das wieder aufgebaut und man hatte Geräte, die mindestens die funktioniert haben. Man hatte Wasser und es gab, das war auch ein bisschen kühler und so weiter in diesem Raum und deswegen, das war nicht schlecht. Aber man hat wirklich mit viele von diesen Teams kommuniziert und gesagt, ja, wir haben Dialyse, wenn ihr einen Patient habt, sie können das zuweisen. Und dann die nächsten Woche, niemand in diesem Team wusste davon, weil den ganzen Team wurde gewechselt. So, die Kommunikation war wirklich super schlecht. Es war auch eine Riesenchaos. Die Patienten waren sehr spät außerhalb, aus von all diesen zerstörten Gebäuden rausgeholt und deswegen die meisten sind wirklich gestorben. Eher als Crush Injury gekommen. Und dann, es gab auch ein Riesenschiff von den Amerikanern und ab und zu Patienten sind verschwunden in der Mitte der Nacht. Ich weiß nicht genau, was passiert ist und sie sind auf diesem Schiff gelandet. So, das war wirklich eine komplette Chaos und das war komplett unkoordiniert und deswegen für die meisten war das nicht so eine positive Erfahrung. Ich finde auch für die Leute in Haiti, das war nicht so eine optimale Erfahrung. Sie haben ja zwei sehr, sehr lesenswerte Berichte darüber geschrieben. Einerseits in Lancet, ein Letter, und dann ausführlicher in Nephron Clinical Practice. Was mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, neben all dem Schrecken, den man da ja durch all die Zeilen liest, das ist eben auch dieses, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist und dass da auch an Hilfe viel angeschifft im wahrsten Sinne des Wortes worden ist. Hektoliterweise Peritonealdialyseflüssigkeit, die dann letztendlich die Helfer vor Ort nicht nur nicht verwenden konnten, sondern wirklich wegkippen mussten, was dann weiter zusätzliche Arbeit dann vor Ort mit Sicherheit erfordert hat. Genau. Weil, und es gab auch Leute, es gab eine Chirurg, die gekommen ist, hat auf den Tür von der Dialyse geklopft und mir gesagt, ich bin eine Gefäßchirurgin aus Nepal, kann ich euch helfen? So, das war wirklich komplett Chaos und diesen PD-Flüssigkeit, das war wirklich ein Problem, weil dann MSF musste das entsorgen. Ich finde, ja, wir haben versucht, diesen Papers ein bisschen zu schreiben, nur, dass Menschen da an denken. Man muss wirklich kommunizieren. Ich denke, das war die Riesen, was wir wirklich gelernt haben dort, ist, dass diese Kommunikation, ohne Kommunikation und Transparenz, ist das, kann man nichts wirklich gut machen. Und ich muss sagen, dass das war einem Grund, warum ich mich ein bisschen vertiefen möchte in den Ethik und so weiter. Weil das war wirklich, ich bin weggekommen mit mehr Fragen und ich war nicht zu sicher, ob wir wirklich etwas sehr gut dort gemacht haben. Weil auch zum Beispiel die Patienten vor Ort vorher mussten für den Dialyse bezahlen, dann plötzlich war Dialyse frei und dann das wurde wieder, dass wir plötzlich irgendwann weggegangen sind, die Patienten mussten wieder bezahlen, das ist wirklich ein bisschen. Und die armen Nephrologen, man hat ihren Dialysezentrum dann wirklich verwendet. Und sie waren auch sehr traumatisiert, ihren Häuser und so weiter waren auch zerstört. So, den Ganzen war wirklich sehr schwierig. Das ist das Zweite, was mir wirklich auch dann in klarer Erinnerung geblieben ist. Sie haben den Vergleich ja auch gemacht zwischen dem Erdbeben in Haiti und einem relativ zeitgleich stattfindenden in Chile, in einem dann doch deutlich reicheren Land im Vergleich mit Haiti. Und ein ganz großer Unterschied, der mir überhaupt nicht klar gewesen ist, ist, dass sich in Haiti die nephrologische Versorgung nahezu komplett auf die Versorgung der akuten Nierenschädigung fokussiert hat, weil es eben, und das ist ja der Grund, den Sie sagten, wegen der fehlenden Finanzierbarkeit, in Haiti fast keine chronischen Dialysepatienten gab. Die Zahl, nur um das nochmal auszusprechen, die sie geschrieben hat, Haiti hat 10 Millionen Einwohner, das ist mehr als Österreich, mehr als die Schweiz, jeweils getrennt betrachtet, aber nur 100 chronische Dialysepatienten. Ich denke, Andreas, das hat jede österreichische Kreisstadt, diese 100 Patienten. Das war das ganze Land Haiti, die da chronisch dialysiert haben. Genau. Und was ist interessant, es gab ja privaten und Zentren in den Universitätsspital und so weiter. Die Kosten waren ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, in privat, man hat nur 2 Dialyseplätze gehabt. Und das war auch sehr viele
Leute, die in New York und so weiter gelebt haben und dann, wenn sie zu Besuch gekommen sind in Port-au-Prince, sie wurden dort dialysiert. Was ist interessant ist, dass ich habe dort eine Nephrologin getroffen, das ist Judith Exanthus. Und ich habe dann wieder Kontakt mit ihr aufgenommen, weil es gab eine weitere Erdbeben vor ein paar Monaten oder so. Und sie hat mir dann gesagt, ja, nächstes Jahr hat sich viel geändert. Und ich habe ihr dann in Kontakt mit Kidney 360 gebracht. Und sie hat jetzt vielleicht vor einem Monat einen Kommentar publiziert über den aktuellen Zustand in Haiti. Und das ist wirklich ähnlich. So 10 Jahre später, das hat sich nicht viel geändert. Aber in Chile, man könnte Patienten verlegen in Orten, die nicht betroffen waren. Und das war auch der Riesenerfolg in der Türkei, wenn sie diesen Riesenerdbeben hatten. Sie könnten 600 Patienten dialysieren, weil sie könnten sie alle wirklich über den Meer und so weiter ziemlich rasch verlegen in Zentren, wo es gab immer noch gute Funktionen. Jetzt müssen wir natürlich fragen, der Artikel schließt dann mit den Worten Major Lessons Learned from the Disaster were the need for better interagency communication to provide awareness of services available in the disaster area, the necessity of early fluid resuscitation and the value of the ISTAT point of care device for early diagnosis. Haben wir diese Lektion gelernt und sind wir besser vorbereitet? Denn natürlich wird das nächste Erdbeben ja passieren. Ich denke, wenn man mit Ray Van Holder spricht, nach diesem Haiti, wir haben diese Richtlinien publiziert in 2012 in NDT, sie sind Open Access, und dort hat man wirklich betont, dass auch wenn Leute unter diese zerstörten Gebäude sind, man muss einen Arm finden oder ein Bein finden und schon einen Zugang legen und Flüssigkeit geben, vor dass man versucht, sie wirklich rauszuholen. Und Ray Van Holder hat mir gesagt, dass das hat angefangen jetzt. Die Notrettungsteams haben das wirklich jetzt ein bisschen umgesetzt und sie versuchen das jetzt früher zu machen. Und deswegen vielleicht ist das etwas positiv. Diesen ISTAT, wir hatten das und andere Teams hatten das auch, aber wir haben irgendwie verstanden, das musste kalt behalten werden, weil all den anderen Teams haben gesagt, ja, das funktioniert nicht. Es gab Fehler. Aber wenn wir das ein bisschen gekühlt haben, das funktionierte. So, ich denke, jetzt vielleicht diesen Points of Care sind weniger empfindlich als den ISTATs. Das war auch damals super teuer. Ich denke, das war um die $8 oder so pro jeden Test. So, ich denke, da haben diese Point of Care wahrscheinlich sich sehr viel gebessert. Diese Kommunikation ist immer noch die Schwachstelle, denke ich, überall. Weil es gibt auch Egos, die vorkommen. Und jedes Team oder so möchte die Helden sein oder so, nicht allen, aber ich möchte nicht so böse sagen, aber es gibt wirklich, man möchte irgendwie sein, ich möchte den Held sein oder so. Und dort denke ich, Leute kommunizieren nicht so optimal. Eine Sache war zum Beispiel, die Patienten hatten riesen Hypertonie, wirklich Blutdrucke von 240 oder so. Sie waren ganz gestresst, sie waren volumenüberladen und so weiter. Und schwarze Patienten haben immer höhere Blutdrucke. Ich habe versucht, Medikamenten von einem Team aus Toronto zu bekommen, weil MSF hatten nichts stark genug, das ich verwenden könnte. Und MSF hat gesagt, nein, du kannst nicht Medikamenten von einem anderen NGO nehmen, weil wir wissen nicht, ob das die richtige Qualität ist oder so. Das war auch interessant, dass man hat auch kein Vertrauen einer an den anderen. Dann würde ich gerne, bevor wir die Krisen und Katastrophen verlassen und Brigitte Oehm das Thema globale Gerechtigkeit und Zugang zu Therapien aufgreift, noch eine Krise ansprechen, die jetzt nicht regional oder national zugeschlagen hat, wie Kriege oder Naturkatastrophen, sondern global, nämlich Covid-19. Sie haben auch dazu publiziert, wobei ich Vorlesen der Arbeiten zunächst Covid-19 und Therapie der chronischen Nierenerkrankung nicht im Kontext globaler Gerechtigkeit betrachtet hatte, zumindest in der Zeit, bevor der Impfstoff da gewesen ist, also die ersten 12 oder 15 Monate. Wenn wir dann aber Ihre Arbeiten, die dann aus dem DOPS-Konsortium lesen, dann gibt es auch da doch deutliche Unterschiede, ganz einfach, weil wir hier in unseren Wohlstandsländern mit minimalen Einschränkungen, im Globalen jetzt minimal gesehen, doch hinbekommen haben, unsere Dialysepatienten weiter zu versorgen, in anderen Teilen der Welt aber wirklich Dialysesitzungen einfach ausgefallen sind oder die Dialysepatienten gar nicht mehr reingelassen worden sind, wenn sie angefangen haben zu husten. Genau. Und wir haben jetzt auch eine Studie gemacht über die Impfungen. Hoffentlich, das wird irgendwann publiziert, aber wir sind in diesem Prozess. Genau, ich denke zum Beispiel in Indien und in Afrika,
viele Patienten mussten einen Test haben, bevor sie in den Dialysezentrum kommen könnte. In Afrika manchmal, das hat 7 Tage gedauert, bis sie einen Befund bekommen haben. Und dann war das wahrscheinlich nicht mehr gültig und so weiter. Also es gibt mehrere Patienten, die wirklich gestorben sind wegen diesem Testbedarf. Es gab auch Curfews. Ich weiß nicht diesen Wort auf Deutsch, aber sie könnten nicht wirklich reisen oder so von zu Hause an die Dialyse. Und deswegen, das war auch ein Problem, weil die Dialysezentren sind zu gewesen, früher zu, weil die Pflege mussten auch nach Hause. Die Patienten können nicht über Barriere kommen, weil es gab diese Grenze für Quarantäne und so weiter um eine Stadt oder so. Und dann Patienten wurden nicht durchgelassen, trotz dass sie gesagt haben, ja, ich bin eine Dialysepatient, ich muss wirklich dort reinkommen. Also ich finde, viele Patienten sind davon gestorben. In Indien auch, sie haben verweigert Patienten ohne eine, oder verweigert an Patienten mit positiven Tests zu dialysieren. Ich denke, viele Zentren mussten auch entscheiden, können wir die anderen Patienten schützen wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau all die Gründe, die wirklich hinter diesen Entscheidungen gestanden sind, aber ich finde, diesen Schutz von den anderen Patienten war auch sicher eine Überlegung. Das macht uns aber demütig, wenn wir uns hier vor Ort darüber streiten, untereinander mit den Patienten, ob jetzt mal ein Essen ausgeteilt wird oder nicht an der Dialyse, ja, oder genau, ein Getränk gereicht wird oder nicht an der Dialyse während der Pandemie. Ganz herzlichen Dank. Ja, ja, ich bedanke mich auch nochmal für Ihre Zeit, die Sie für uns haben und die Gelegenheit, dass ich mich auch mit Ihnen unterhalten darf. Ihre Erlebnisse sind wirklich beeindruckend und erschütternd. Wo bin ich denn jetzt mit einer GFR von 10 Milliliter pro Minute in den Niedriglohnländern am besten versorgt? Wo gibt es eine qualitative nephrologische medizinische Versorgung, eine flächendeckende Dialyse für mich? Gibt es Unterschiede zwischen diesen Ländern? Bekommen es einige Länder besser hin, sich zu organisieren, zu strukturieren? Oder andersrum gefragt, wo liegen eigentlich die Hindernisse für die Versorgung nierenkranker Menschen auf dieser Welt? Ja, diese sind wirklich sehr exzellenten Fragen. Und ich finde, eine Sache, die positiv ist, ist, dass über den letzten, sagen wir, 20 Jahre oder so, einen großen Teil durch den ISN, ist, dass es gibt jetzt in fast jedem Land wirklich Leute, die wissen, Nephrologen, die gut ausgebildet sind. So, es gibt Leute mit den Kenntnis, wie man einen Patient behandeln sollte. Die größte Problem ist, wenn ein Patient selber kein Geld hat, und er selber aus seiner eigenen Tasche für die Versorgung, die Blutentnahme, die Medikamente, die Dialyse, den Transport und so weiter, wenn er das selber aus der eigenen Tasche bezahlen kann und ist nicht wirklich eine reiche Person oder eine berühmte Person, das ist unwahrscheinlich, dass er langfristig einen Zugang zum Beispiel zu der Dialyse leisten kann. So in Nigerien zum Beispiel, sie haben eine riesen Studie gemacht und über 80% der neuen Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz waren nicht mehr an der Dialyse nach 2 Wochen. Ein Problem in diesen Ländern ist, dass CKD wird sehr spät erkannt, weil es gibt nicht den Bewusstsein unter die Bevölkerung, es gibt keine Hausärzte oder so, es gibt wirklich Kliniken oder so. Am meisten sind sie Pfleger, die ein bisschen überfordert sind, weil sie müssen alle Patienten von Geburtshilfe zu Kinder, Nierenkrankungen, Herzinsuffizienz, HIV, Tuberkulose und so weiter. So die Leute, die arbeiten in diesen kleinen Kliniken, sind ein bisschen überfordert. Manchmal Leute denken nicht an Nierenerkrankungen, weil bis vor ein paar Jahren es gab nicht zu viele Möglichkeiten, um diesen Patienten zu behandeln. Mittlerweile jetzt in den Global Kidney Health Atlas, man hat wirklich dort gesehen, es gibt Dialyse in jedem Land. Das Problem ist, wenn es das gibt, das bedeutet nicht, dass das für jeden Person kostenfrei zur Verfügung steht. Und vielleicht, es gibt 2 Geräte, anstatt wirklich hunderte, tausend, wie in Amerika zum Beispiel. So, ich finde, das hängt wirklich sehr viel ab von den Personen, was der Person sich selber leisten kann. Es gibt aber ein paar Länder, wo es gibt diesen Universal Health Coverage. Das bedeutet, dass alles ist wirklich bezahlt durch den Staat. Und dort zum Beispiel Thailand ist den Spitze Vorbild, weil sie waren ein Land von Low Middle Income
Und jetzt sind sie Upper Middle Income, aber dort haben sie wirklich am Anfang entschieden, ja, wir können das nicht leisten, Dialyse für allen zu bezahlen. Aber mittlerweile haben sie Studien gemacht, sie haben gesehen, wie schwer das ist für die Familien, die Patienten dasselbe zu bezahlen. Sie haben manchmal mehr als 60 oder 70% der Einkommens des ganzen Familien bezahlt in einem Monat, sodass der Patient 2 oder 3 Mal in einem Monat dialysiert sein könnte. Und dann hat die Regierung die Entscheidung getroffen, wir werden jetzt für Dialyse bezahlen. So, in ein paar Länder, es gibt diese Entscheidung. In Kenia, sie versuchen jetzt, sie haben Dialysezentren in jedem County von dem Land. Das Problem ist dort, sie haben nicht genug ausgebildete Nephrologen und Pfleger, aber das kommt. Das Problem ist, wenn ein Land wie Kenia bezahlt für Dialyse zum Beispiel, das ist sehr teuer und dann, sie haben ein Budget für das Gesundheit und dann, man muss sich fragen, was wird nicht bezahlt oder was wird nicht angeboten, weil wir bieten Dialyse an. Das ist immer diese sehr schwierige Frage. So, aber ich finde, wenn man wirklich den richtigen Arzt findet, man kann sehr gut betreut werden, auch in einem armen Land. Diese Möglichkeit der Organisationen, die sich auch bemühen, die medizinische Versorgung der Nierenkranken zu gewährleisten, wie ist deren Arbeit zu sehen? Können die an den politischen Strukturen vorbeiarbeiten? Müssen sie kooperieren? Können Machthaber kooperieren? Oder wird da viel Ressource verschwendet damit, dass eigentlich die Hilfe nicht dort ankommt, wo sie ankommen soll? Oder gibt es da wirklich Hoffnung, und ich bitte Sie, meinen Optimismus zu nähren, dass das in zukünftig besser wird und dass auch mit uns sehr fremden und sehr negativen Strukturen, politischen Strukturen, dann doch Menschen versorgt werden können, die auch Dialyse oder vor allem auch prädialytische Fürsorge brauchen, gelingt? Ich denke, sie versuchen wirklich. Ich finde jetzt jeden Land, und das war einen interessanten, was wir gelernt haben in Covid, ist, wie empfindlich die Leute sind mit diesen nicht übertragbaren Krankheiten. Und jetzt ist das wirklich, letzte Woche war den World Health Assembly bei den WHO und man hat wirklich sehr viel über diese nicht übertragbaren Krankheiten gesprochen. Und alles, die man macht, zum Beispiel um Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt zu vermeiden, Hirnschlag zu vermeiden, Diabetes zu vermeiden oder zu behandeln, alle diesen Strategien sind auch gut für die Niere. So, ich finde, unsere Patienten werden auch geschützt, auch wenn Krankheiten nicht wirklich ganz auf den obere Stelle steht für den Politiker momentan. Aber ich finde, fast alle Politiker sind bewusst von diesem Dialyseproblem und sie versuchen, und jetzt zum Beispiel in Zanzibar, ich bin ein bisschen involviert dort, weil sie versuchen, ihren Health Package zu organisieren, und die Regierung in Zanzibar möchte, dass irgendwie sie können Dialyse für allen anbieten, weil sie möchten, dass alle Patienten Zugang haben, und deswegen, es gibt diesen riesen Problem jetzt irgendwie, die man bespricht, sie suchen jetzt Experten, die beraten können, sie versuchen wirklich, wie sie das leisten können. Ich denke, die Regierungen müssen auch ein bisschen daran denken, wenn sie sich dafür entscheiden, dass die Dialyse anbieten möchten, zum Beispiel, sie müssen auch denken, ja, ich möchte auch gleichzeitig den Anzahl von Patienten reduzieren und deswegen ein bisschen mehr auf den Prävention fokussieren. So, das muss auch gleichzeitig stattfinden. Aber ich finde wirklich, ich würde optimistisch sein, weil ich denke, es gibt diesen zunehmenden Kenntnis, diese zunehmende Anzahl von Ärzten, die wirklich gut ausgebildet sind und sie haben Energie, sehr viel bleiben in ihren Ländern. Und es gibt diesen zunehmenden Energie jetzt. So, ich bin eher positiv. Das ist schwierig wirklich, dass man denkt, ja, jeden Person werde kurzfristig Zugang haben. Aber ich finde irgendwann, das wird sicher besser sein. Das ist schon besser, als das vor 5 oder 10 Jahren war. Welche Rolle spielt denn die, ja, ich sag mal, Gesundheitserziehung? Das hatten Sie vorhin angesprochen, dass die Familien ja nun auch nicht besonders gut informiert sind.
Wie kann man das intensivieren? Meiner Ansicht nach besteht ja, Gesundheitserziehung hat was mit Schule, mit Schulzugang zu tun. Ist man da aktiv auch von Seiten der Organisationen und versucht man das zu etablieren, auch in infrastrukturell schwachen Gebieten? Ich denke, Sie haben wirklich 100% recht. Und da denke ich, diesen Fokus auf diese Ziele für Nachhaltigkeit, diese Sustainable Development Goals fokussieren sollte, weil Sie haben genau recht, wenn eine Mädchen in die Schule geht und sie, ich denke, bis 6, 7 Jahre in die Schule bleibt, man hat gesehen, dass seine Kinder sind gesünder, sie hat weniger Kinder, ein bisschen mehr Zeit zwischen 2 Kindern, sie verdient mehr und seine Lebensqualität ist auch besser, sie ist gesünder und so weiter. So diesen Zusammenhang zwischen auch nur Primarschule und Gesundheit ist sehr klar. Und das hängt auch ein bisschen zu diesen Bewusstsein von Gesundheit und so weiter. Ich denke, in manche Länder, es gibt auch diesen, sie glauben an diese Naturheilmittel und so weiter. Und das ist etwas, wo man wirklich ein bisschen gegenkämpfen muss, weil sehr viele sind nephrotoxisch und das ist etwas, ich denke, ziemlich schwierig, weil auch in Deutschland, der Schweiz und so weiter, man verwendet enorm von diesen Mitteln. Das ist etwas, ich denke, ein bisschen separat. Aber ich denke, wenn die Kinder zum Beispiel in die Schule bleiben, das macht alles ein bisschen einfacher, auch für den Gesundheit. Und dann, ich denke auch, dass sie vielleicht das muss nicht immer Ärzte und Pflege sein. Es gibt auch diesen andere Mitglieder der Gesundheitsteam oder so, zum Beispiel in Pakistan, Indien oder so. Sie haben diese Frauen, die gehen von Haus zu Haus und sie sorgen, dass die Kinder geimpft sind und so weiter. Zu all diesen, und diese Frauen, es gibt ja auch jetzt Frauen, die gehen mit iPads in den Häuser und sie schauen den Blutdruck an, sie schauen den Blutzucker an und so weiter. Sie versuchen, die Leute ein bisschen zu erklären, wie sie sich ernähren sollte, dass sie sich ein bisschen mehr bewegen sollten und so weiter. So, ich finde, das kommt langsam und jetzt mit Globalisierung auch. Viele Leute haben ein Handy und man versucht auch Leute ein bisschen über diesen Handys ab und zu Nachrichten zu senden oder so, woran sie sich denken müssen, ja, nicht rauchen, ein bisschen weniger Zucker trinken oder so, ein bisschen mehr bewegen und so weiter, diese kleinen Messages. Und hoffentlich, das wird auch ein bisschen dazu bringen, dass die Gesundheit von der gesamten Bevölkerung ein bisschen besser wird. Und dann auf der Regierungsebene, zum Beispiel in Mexiko, sie haben versucht, diese Steuer auf diesen gezuckerten Getränke zu erhöhen. Und das hat dazu geführt, dass die werden weniger gekauft. Und hoffentlich in der Zukunft werden wir sehen, es wird weniger Fettleibigkeit und so weiter geben. Und dann andere Krankheiten werden auch sinken. Und dann wäre es gut, wenn die höheren Steuern dann so priorisiert werden, dass sie ins Gesundheitswesen fluten. Absolut. Ja. Genau. Wie müssen wir denn die Pharmaindustrie noch einbinden? Welche Rolle müssen wir denn da etablieren? Ja, das ist für mich immer ein bisschen ein heikles Thema, weil ich finde, diese Pharmaindustrie machen diesen Riesengewinn. Und sie sagen immer, ja, wir nehmen das Risiko für die Forschung und so weiter. Aber ich vermute, das ist alles abziehbar von ihren Steuer und ihren Gewinn ist danach, oder? Und ich finde zum Beispiel an der Dialyse, wir wissen, dass all die Dialysenfirmen, sie haben zusammen Gewinne von vielleicht zwischen 10 und 20 Billionen, Milliarden auf Deutsch, oder? Billion Dollar pro Jahr. Und wir wissen, dass zwischen 2 und 7 Millionen Menschen sterben jedes Jahr ohne Zugang zu der Dialyse. Ich finde das schwierig zu akzeptieren. Das ist auch jetzt gleich mit diesen Impfungen. Ich habe etwas gelesen, dass die Pharma, Moderna und AstraZeneca oder so, sie verdienen $1,000 pro Sekunde jetzt als Gewinn mit den Impfungen, aber es gibt immer noch so viele Leute, die nicht geimpft sind. Und da finde ich, das ist ein Problem. So, es gibt diesen Bewegung jetzt bei den WHO unterstützt das auch, das heißt Fair Profits and Fair Pricing. So, es sollte wirklich irgendwie ein Gleichgewicht geben zwischen Gewinn und die Preise, weil die Medikamente müssen zugänglich sein. Und zum Beispiel jetzt in Nephrologie, diesen SGLT2-Inhibitoren, sie werden die Leute wahrscheinlich retten von der Dialyse, oder?
Aber wie können wir wirklich diesen Medikamenten dort in einem kleinen Ort in Indien oder Afrika bekommen und dass sie jede Woche da sind, da ist in den Apotheken, dass die Qualität ist gut, dass sie nicht abgelaufen sind und dass die Leute sich wirklich leisten können, das ist eine riesen Challenge und ich finde, die Pharma muss ein bisschen dort auch teilnehmen und deswegen denke ich, wir müssen nicht gegen den Pharma kämpfen oder so, aber hoffentlich zusammen mit den Pharma irgendwie einen Plan entwickeln oder so, dass sie ihren Gewinn machen, aber vielleicht nicht zu viel und dann können wir die richtigen Medikamente an mehrere Leute geben oder verteilen oder so. Wir sehen es hier in Deutschland, wo in Mainz ja eins der impfstoffherstellenden Firmen sitzt und wo Mainz jetzt eine der reichsten Städte in Deutschland geworden ist und eine Steuereinnahme erfährt, von der man in Jahrzehnten vorher immer nur träumen konnte. Ich will einmal aber ganz anderes dazwischen fragen. Sie hatten gesagt, den Schulzugang, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wir alle drei haben dann natürlich auch gleich an Kabul gedacht. Und deshalb muss ich die Frage einmal einwerfen, haben wir Zahlen, wie ungleichgerecht der Zugang zwischen Mädchen und Jungen bei Kindern oder auch bei Frauen und Männern ist in verschiedenen Teilen der Welt? Ja, das ist in diesen Sustainable Development Goals und es gibt immer noch weniger Mädchen als Jungen, aber diese Unterschied wird ein bisschen kleiner. So, ich denke, es gab vor ein paar Jahren dieses Buch, das heißt Factfulness von Hans Rösling, die er gestorben ist. Er war der Person, die diesen Gapminder entwickelt hat, diese YouTube-Videos. Und das war wirklich super, weil er hatte 10 oder 15 Fragen am Anfang. Und alle waren, die Antworten an all diesen Fragen waren viel positiver, als man gedacht hat. So, es gibt jetzt mehr Mädchen in die Schule, die vorher, nach Covid ist das alles ein bisschen zurückgegangen, das muss ich sagen. Aber vor Covid, es gab wirklich Bewegung in den richtigen Richtung und das war wegen diesen Zielen von der nachhaltigen Entwicklung oder so. Seit 2015, jedes Land hat wirklich gedacht, ja, wir müssen versuchen. Und sie haben jetzt Ziele, die sie erreichen möchten bis 2030. Sie müssen auch jedes Jahr wirklich die Zahlen eingeben und so weiter in den United Nations, sodass man sehen kann, was ist den Entwicklung entgegen diesen Zielen. So, ich finde, es gibt auch da, es gibt mehr Mädchen, die in die Schule sind jetzt als vorher und so weiter. So, das entwickelt sich. Und dann, ich denke, in ein paar Orten, es gibt auch mehr Mädchen, zum Beispiel, die studieren und so weiter. Aber zum Beispiel in manche Länder, die sehr konservativ sind, manchmal die Mädchen können nicht in die Schule gehen und das ist dann super schwierig. In Afghanistan und so weiter, ich denke, die Rechte dort von den Frauen sind immer noch nicht so optimal. Ich würde jetzt noch eine Bemerkung gerne machen, wobei ich das würde den Rahmen für die Diskussion sicher sprengen. Aber wenn man jetzt noch mal dran denkt, dass ja auch die Transplantation ein Thema ist in diesen Ländern, deren sonstige Versorgung für Nierenkranke ja nun doch auch mit Hindernissen versehen ist. Und dann würde Herr Kronbichler noch mal wahrscheinlich auf die Transplantation und Organhandel noch mal zurückkommen, dann frage ich mich dennoch, ob wir nicht grundsätzlich unsere ethischen Maßstäbe vielleicht nicht überall anwenden können und man dann doch auch in anderen Situationen, politischen, medizinischen, ökonomischen, kulturellen Nationen mit Unterschied zu Mitteleuropa, dann doch auch einige Dinge anders betrachten müssen, ohne dass wir grundsätzlich von Moral abweichen, die man unsererseits noch vertreten kann. Aber ich glaube, unsere ethischen Vorstellungen werden wir nicht überall eins zu eins überstülpen können, wenn man die Situation in diesen Niedriglohnländern, Entwicklungsländern sieht. Was meinen Sie genau über? Ich denke, dass man unter Umständen Aspekte, was medizinische Versorgung im Sinne von Transplantation, womit wir ja durchaus Probleme haben, wenn wir an Organhandel denken, und damit würde ich dann auch nach meinem Kommentar an Herrn Kronbichler zurückgeben, dass wir da unter Umständen einige Aspekte anders betrachten müssen, als wir es hier in Europa tun. Also ich weiß nicht genau, ob ich ganz verstanden habe, aber Sie meinen vielleicht, dass das sollte okay sein, dass man eine
Organ kaufen kann, weil man lebt in einem Land, wo man keine Transplantation selber bekommen könnte? Ist das, was Sie sagen? Naja, ich denke mal, ich habe keine Vorstellung, wie die Struktur der Nierentransplantation in diesen Ländern wirklich vor sich geht. Aber es gibt ja doch Ideen und manche Erfahrungsberichte, die uns dann im Grunde die Gänsehaut auch bringen. Dennoch meine ich, dass man unter Umständen da sehr detaillierte Informationen haben muss, bevor wir den Finger heben. Ja, ich finde, man sollte nicht beurteilen, vor dass man wirklich Beweisen hat, dass etwas zum Beispiel kriminell läuft. Genau. Ja. Ich weiß, in den meisten Ländern, zum Beispiel in Afrika, es gibt keine Transplantation. Und deswegen wieder, wenn jemand das leisten kann, zum Beispiel, ich habe eine Kollegin in Äthiopien, und wenn er jemand hat, die eine Transplantation, jetzt machen sie ein paar Transplantationen in Äthiopien, aber vorher, er hat immer seinem Patient, aber mit seiner eigenen Spende, die eine Familienmitglied war, nach Indien geschickt zum Beispiel. Ich habe Patienten in Amerika, die zurückgekommen sind von China oder irgendwo mit einer Niere, irgendwie. Das passiert auch in reichen Ländern, dass Leute Organe kaufen und so weiter. Meine Erfahrung zum Beispiel in Pakistan, ich war dort für ein Meeting ein bisschen, sie haben versucht, das ein bisschen zu besprechen, diesen Organhandel, weil dort zum Beispiel, sie haben Organhandel da, ich denke, das ist, man weiß das ein bisschen, aber dort zum Beispiel, das ist nicht Handel, aber die Tochter und die Frauen sind wirklich gezwungen, um Organe zu spenden. Und dort gibt es auch ethische Grenzen, weil ich denke, diese Frauen sind wirklich in einer schwierigen Situation. So, ich finde, das ist nicht immer nur Geld. Das geht nicht immer nur um Geld. Ich denke, es gibt auch emotionale Gründe. Es gibt zu viel Druck in diesen Welt von Transplantation von überall. Plus der Patient, die nicht mehr an der Dialyse bleiben möchte. Und das verstehe ich. Das Leben an der Dialyse im Vergleich zur Transplantation ist wirklich ganz anders. So, deswegen, aber ich finde die Ethik und den Moral schwierig zu sagen, dass das in verschiedenen Ländern anders sein sollte. Ich denke, es gibt ein paar Grundregeln, zum Beispiel Respekt und so weiter und Würde, die für mich, ich denke, sollte überall gelten. Aber das ist vielleicht auch eine Luxusperspektive. Aber ich finde, man sollte das anstreben. Mhm. Vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, was... Ja, doch, es ist schon, ja, aber ich denke, das ist eine Diskussion, die wird man sowieso immer führen müssen. Schwierig. Und ich bedanke mich und würde zurückgeben. Okay. So, ich habe auch noch zwei Fragen zum Organhandel. Und ich habe gelesen, dass in Israel, wenn man eine unrelated Kidney Donation macht, dass es da die Bestrebungen gibt, eine Ethikkomitee zu befragen, um das zu bewilligen. Glaubst du, dass das ein Weg ist, den wir auch in Mitteleuropa gehen sollten? Weil es gibt immer wieder Organspender, die ein bisschen suspekt, wie soll ich sagen, herüberkommen. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich muss sagen, dass hier am Unispital Zürich, sie versuchen jetzt, und hoffentlich werden sie das irgendwann publizieren, irgendeinen Ablauf, was man macht bei diesen Patienten in unseren Ländern. Weil zum Beispiel hier in Zürich, sie kommen mit einer Spende von einem Land und sie sagen, ja, diese Person, ich kenne sie nicht, aber ich habe sie im Internet getroffen und sie ist so eine nette Person und ich werde sie nichts bezahlen und so weiter und so weiter. Und das Problem ist, man hat dann hunderttausende Fragen und manchmal man sagt es ab, weil wir versuchen auch hier das manchmal mit dem Ethischen Komitee zu besprechen, aber man kann nicht wirklich wissen, was es in, die Leute können lügen, sie können alles sagen. Wir hatten auch einen Fall, wo wir auch dann, ja, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Aber ich denke, weil die andere Problem ist, wenn jemand zurückkommt mit einer Niere und man hat diese Idee, er hat das gekauft irgendwo, theoretisch sollte man sich bei der Polizei melden. Und als Arzt, das ist wirklich schwierig, weil man kennt den Patient, der arme Patient möchte nur ein gutes Leben haben, aber man weiß, dass er hat etwas wirklich super kriminal gemacht. Und man weiß nicht, und dann
manchmal, vielleicht hat er das nicht gekauft oder wie kann man das wirklich wissen? Also ich finde, das ist super schwierig. Wir, als Erster, wir haben diesen moralischen Problem, sollten wir etwas sagen oder nicht? Und dann macht das wirklich einen Unterschied, wenn wir einer Person zu den Polizei, in den Polizei ansagen oder nicht. So, ich finde das super schwierig, aber wir versuchen wirklich diesen, ein bisschen einen Ablauf zu entwickeln von Fragen, die man stellen sollte, vielleicht Red Flags oder so zu erkennen. Und ich denke, das wird irgendwie jetzt auf der nationalen Ebene besprochen und hoffentlich dann irgendwann verbreitet. Das wird auch in den DICG diese besprochen, diese Declaration of Istanbul Group. Sie werden das auch besprechen, weil für uns in Europa, das ist mehr diese VIP-Patienten, mhm. die kommen von außerhalb der Stadt und sie möchten transplantiert werden. Du hast es schon kurz erwähnt, emotionale Abhängigkeit ist da sicherlich auch ein ganz gutes Stichwort, wenn du einen unrelated Donor hast. Mhm. Und man sieht es halt immer wieder, es gibt vor allem in den USA meines Wissens auch viele Facebook-Gruppen, aber auch Twitter mhm. wird verwendet, um so quasi einen Spender zu generieren, zu kontaktieren. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, meiner Meinung nach. Wenn man hat diese Abhängigkeit dann und Spender- und Empfängerabhängigkeit. Glaubst du, dass das wirklich sinnvoll ist, solche Programme auch zu forcieren? Oder bist du da auch eher skeptisch? Ja, ich muss sagen, ich habe die Erfahrung von einem alten Mann, die irgendwann eine junge Mutter in einem anderen Staat in den USA gefunden hat, in Facebook, und sie möchte unbedingt spenden und die Psychologin hat gesagt, ja, das geht, sie ist eine gute Person und so weiter, und das war nicht zu einfach. Und diese Frau ist gekommen und ist in den Haus von den möglichen Empfänger geschlafen und so weiter, so sie haben wirklich diesen sehr komplizierten Beziehung dann entwickelt. Ich finde, das sollte wirklich transparent sein. Ich finde zum Beispiel, das ist wirklich schwierig, weil man kann das nicht verhindern, oder? Und Leute sind absolut verzweifelt, wenn sie suchen einen Organ. Ich hoffe jetzt mit all diesen Crossovers und diese Kette zum Beispiel, man hat mehr Möglichkeiten, dass man mehrere Leute transplantieren könnte. Und vielleicht diese Leute, wenn sie sich melden als altruistisch, vielleicht ist das einfacher, als wenn sie sich melden wirklich für eine spezifische Person. Aber genau, ich finde, das ist ein super schwieriges Thema und es gibt vielleicht gut und schlicht auf beide Seiten, würde ich sagen. Nutzen und Schaden auf beiden Seiten. Wir haben einen breiten Bogen geschlagen von akuten Krisen über allgemeine medizinethische Herausforderungen, die man mit Sicherheit nicht in einer Stunde, auch nicht in einer Woche, auch nicht in einem Jahr abschließend beantworten kann. Aber das war unheimlich hilfreich für uns. Normalerweise bedanken wir uns immer für das nette Gespräch. Nett kann das bei diesen Themen nicht sein. Dafür sind die Inhalte dann zu erschütternd. Umso mehr danken wir ganz herzlich für die eine Stunde, aber vielmehr natürlich für all die Arbeit in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten. Und ich denke, wir können nur größten Respekt davor zollen, dass es Menschen gibt, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und das Ganze nicht nur zu Hause am Schreibtisch machen, wo es dann immer ja noch gemütlich ist, sondern wirklich auch dahin gehen, wo dann wirklich die Probleme zu lösen sind. In diesem Sinne wünschen wir allen zunächst mal schöne Pfingstfeiertage, danken für das Gespräch und wünschen für die zukünftige Arbeit ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.